vorgestellt. Sigma Theory. Vorschau die dritte im Endeffekt. Ja, wir sind in dem Spiel wieder drinne. Wir müssen gucken, wir hatten letztes Mal noch weitergemacht. Was haben wir denn? Rangordnung sind alle bei 0 Punkte. Steht auf Agenda, nix. Wir hatten aber noch ein paar Informationen letztes Mal, die wir noch nicht bearbeitet hatten, oder? Benachrichtigung steht hier allerdings auf 0. Ich weiß, dass die Japaner, also in Japan war jetzt hier, das ist ja nicht die Japanerin, sondern sie wurde entdeckt. Das heißt, wir müssten sie eigentlich da schnellstmöglich irgendwie rausholen, oder wie ist das? Ja. Kriegen wir das so einfach so hin? Weiß ich nicht. Vielleicht geht ihr mal einfach nach Korea. Schnelle Reise. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlimm, dass die da entdeckt wurde. Es ist nur, dass die Alarmstufe dann von Japan hochgegangen ist, ne? Auf 60 halt. Das heißt, sie müsste jetzt erstmal wieder versuchen. Da steht eine 2 dran. Sie schickt einen Bericht in 2 Tagen, aber wir müssen da auch noch Verhandlungen betreiben, ne? Kontaktieren wir. Gespräch vereinbaren. Macht vielleicht Sinn. Die Drohne ist jetzt hier. Das sollte eigentlich für diese andere Truppe, die hier oben rechts noch war, das Ergebnis sein. Ja. Noch 4 Tage dauert das, steht das da. Aber, jetzt muss unsere Drohne hier noch was machen. Kann die Drohne da was machen? Das ist die Frage, ne? Also da steht noch die Aufklärung. Der Agent wird potenzielle Zielpersonen untersuchen. Ich glaube, dass... Ja, Erkältung immer noch, Entschuldigung dafür. Hier wissen wir auch nicht, was wir tun sollen. Ne? 6 Tage verbleibend. Wir sind da mit unserer Drohne vor Ort, machen aber nichts. Das ist jetzt die Frage, wie das geht mit den Drohnen. Da habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer drüber. Wir können hier oben mal nochmal weiter durchchecken. Hier ist ja nichts. Das sind unsere Leute. Das waren die Geschichten hier. Die sind alle beschäftigt, Diplomaten, Lobbys. Tja. Die Amis. Kann ich das mal so schieben mit dem Zeiger? Alles klar. So, mit ihr wollen wir demnächst sprechen. Wir haben kein Druckmittel. Keinen Vertrag. Nichts. Mal gucken, was wir mit der nächsten Runde machen. Wissenschaftler. Gibt's reichlich. Wir haben nur 2. Agenten sind da. Beschäftigt, beschäftigt. Alles läuft. Benachrichtigung haben wir keine. Das waren die Einstellungen. Können wir fortfahren machen. Da können wir alle nix. Ja, das war's dann wohl erstmal. Da haben wir den Termin mit ihr. Das ist auch klar. Achso, finden Sie den Agente Daidalos. Das war ja noch der. Das müssen wir noch weiter suchen. Welche Zielposition meinen die denn? Also die Drohne ist definitiv schon mal da. Ich hoffe, dass mit den Zielpositionen
läuft hier durch. Naja, wir machen erstmal nächste Runde. Wer hat denn noch keine Befehle gekriegt? Achso, er hier in Dingens. Okay, ne, den schicken wir nicht weg. Hacken kann er. Und zwar geht er noch nach China. Ne, wir machen das erst nicht. Wir machen das hier bei den Japanern. Werden wir versuchen, die Alarmstufe zu senken. Zwei Tage dauert das allerdings. Okay, damit ist die Runde durch. Schauen wir weiter. Prozent, okay. Die alten Nachrichten waren leider nicht mehr da. Wir werden unser Bestes tun, ihr Ergebnis rückzuentwickeln, was unsere Forschung beschleunigen dürfte. Aber wir müssen davon ausgehen. Was machen wir da jetzt mit? Wir würden... Das ist eine Wissenschaftlerin von uns, oder? Oder was? Weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Leuchtdrossen, es ist durch Landing versteckt Agenten ein. Wir glauben, dass diese biologische Aufwertung den Agenten über menschliche körperliche Fähigkeiten hat. Wir sollten dann berechnen, dass es künftig Einsätze stärker auf Konfrontationsgesetz. Aha, dann werden die uns mehr angreifen, oder was? Wir sind fast so weit, ein Abkommen zu unterzeichnen. Wir haben uns beiden erfahren. Okay, aber sie müssen uns auch etwas geben. Das ist, glaube ich, die Top-Lösung. Okay, dann passt das ja. Okay. Ah, die Drohne macht was, während sie einfach da war. Das ist auch doof mit der Übersicht hier. Okay, wir haben Kohle gekriegt, das ist ja auch schön. Das war jetzt auch so ein Ding wie so eine Mafia-Vereinigung, ne? Naja, 70% ist gestiegen. Minus 9 ist es jetzt. Na dann. Die Weltbank. Und dieses Runterspringen ist ziemlich nervig. Sorry. Also wir brauchen die Weltbank nicht mehr, weil wir jetzt diese, ne, Drachen haben. Aber da können wir so nichts dran ändern, oder was? Das ist ja auch schön. Ah, Russland hat jetzt 3 Punkte. Jetzt wird's dann ernst. So, dann mal schauen, was sonst noch so los ist. Der ist noch beschäftigt. Wie sieht's denn hier mit unserer Summe jetzt so aus? Nix haben wir da. Haben wir jetzt, ach, hier sieht man's an dem Kringel eigentlich, aber da ist ja doch nichts dann mehr, oder? Das sind die alten Werte. Wo sind denn die neuen dann, bitteschön?
Da. Ja. Das sind die Lobbys. Weiß ich nicht, was wir mit denen machen sollen. Beziehungen sind schlecht. Wo sind der Russe? Da hinten. Da müssen wir was stehlen oder so. Dann geht's doch bei uns auch voran, oder? Ja, da müssen wir mal weiter gucken. Agenten. Ehepartner, das ist alles geklärt. Beziehungen haben wir nur 55%. Zweifel, Misstrauen, Feindseligkeit, Hass. Wieso das? So eine Agentenbeziehung ist bestimmt voll schäbig, oder? Das haben schon die Russen geschafft, ne? Robotik, okay. Nicht zugewiesen, haben wir nix oder was? Dann auf die Karte wieder. So, Agenten sind alle beschäftigt, glaube ich. Wir können dann die nächste Runde machen. Den Typen haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Also da haben wir 64 abgegraben, alles klar, das ist ja schon mal was, das war von den Deutschen, ne? Mhm. Sie haben ihre Geschick unter Beweis gestellt, sollen sie Agenten bei einer Mission verlieren, bewilligen wir ihnen Regierung zu Zegel für die Region neue Agenten, okay. Aha, das war das aber, was sie geholt hat, das haben wir gar nicht aus Deutschland. Jetzt nehmen die Japaner nochmal. Na, das war jetzt nicht so dolle. Ihn haben sie auch entdeckt in China. Er hat seine Umgebung gründlich ausgekundschaftet. Das waren die alten Sachen darunter. Das ist jetzt nicht so dolle gewesen, oder? Schlechte Nachricht, Indien hat Projekt Mentalis abgeschlossen. Wir werden unser Bestes tun, ihr Ergebnis rückzuentwickeln, was unsere Forschung beschleunigen dürfte. Ja, das wissen wir nun mal. Okay. So, jetzt haben wir das Meeting mit der Japanerin. Mein Land hält nicht viel von ihren Methoden. Ja, da kommen sie mit der Abteilung gut voran. Es ist meine Erinnerung für sie. Was genau möchten Sie von mir? Alarmstufe senken. Na okay, das geht ja schon mal. Da haben wir jetzt nur noch 20, das ist schon mal einigermaßen ordentlich. Gut. Also die haben schon was. Und die Russen haben auch was. Und wir sind die, die hinten dran sind, ne? Gut. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Na, warte mal, das war hier verkehrt.
Also sie muss jetzt erstmal gucken, wer da unterwegs ist hier, ne? Damit wir da dran kommen an den Kontakt, wer das ist. Wir haben zwei Ziele da. Nehmen wir den erstmal. Den wollen wir erstmal identifizieren. Passt. So, dann ist er hier noch unterwegs. Und er kann ganz viele identifizieren. Soll er auch mal mit anfangen. Kann er denn zwei identifizieren, weil wir vielleicht eine Drohne da haben? Weiß ich gar nicht. Aber Tiger ist jetzt beschäftigt, oder? Machen wir mal. Was machen wir mit der Drohne? Schicken wir die nach Russland? Glaube nicht, ne? Haben wir hier schon eine Entdeckung? Ja, eine Person ist da unten. Da stand jetzt eine 2. Warum steht da eine 2? Keine Ahnung. Gut. Ich weiß nicht, was hier passiert, ne? Das ist... 4 Tage verbleiben da noch. Keine Ahnung, was da passiert. So, die rechts sind alle beschäftigt. Jetzt haben wir ihn noch über. Da ist die Ransomware installiert. Wir machen da mal einen Wissenschaftler finden. So, und das war's dann erstmal wieder. Geht's weiter? Ja, wir stehen jetzt tatsächlich mit einem Punkt dahinter, oder wie sehe ich das? Das erste ist abgeschlossen. Also 81. Das ist bei 81 geblieben, das ist schlecht. Aber hier ist ein, nee, ist 91 geworden, okay. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier. Gut. Mehr ist nicht passiert, das ist ja schon mal nicht so schlimm dann, ne? So. Mentales haben wir auch. Jetzt sind wir hier bei Hypnos. Jetzt müssten wir da ja was mehr einsetzen können, oder? Schauen wir mal. Alle. Machen wir erstmal einen am anderen Ehepartner. Da können wir jetzt nicht was Agenten. Auf Mission sind sie alle. Das ist schon mal gut. Wissenschaftler. Er ist bestechlich. Das ist schon mal schlecht. Ungebunden, flatterhaft, frauenfeindlich. Warte mal. Haben wir 3 Wissenschaftler? Da müssen wir noch einen einsetzen, oder? Mit denen haben wir gerade noch nichts. Aber hier kommen wir noch nichts, oder? Die dritte Dame, wo geht die denn dann hin? Neurowissenschaften. Arbeiten die zusammen da dran? Ach, die
gehört zu Japan, die haben wir nur entdeckt. So ist es. Die müssten wir dann abwerben noch. Alles klar. Jetzt komme ich hinter. Das war die Benachrichtigung, das passt schon alles. Auf die Weltkarte. Alle sind beschäftigt. Wir haben die Drohne immer noch da fliegen, obwohl sie nichts gemacht hat. Keine Ahnung. Wir machen die nächste Runde, würde ich sagen. Nächster Agent, alles klar. So, da haben wir 9 und wir haben diese Sache hier, Finanzen. Alex Porter haben wir jetzt in Japan gefunden. Okay, auch Neurowissenschaftler, alles klar. Okay, ich habe ihre Sigma-Datenbank infiltriert und ihnen Details zu ihrer Wissenschaft in Russland zukommen lassen. Passt. Der wird schon wieder entdeckt in China. Jetzt müssen wir den aus China mal abziehen oder in China was richtig machen, ne? Den wieder gerade ziehen. Okay, da haben wir noch weitere Forschungen gekriegt. Taktische Drohne unterstützen. Das wäre Deutschland. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Aber warum nicht? Wenn das nicht diese ist, ne? Damit ist in der Lage, die Entwicklung der Finanzmärkte mit 100%iger Wahrscheinlichkeit vorauszusagen. Das könnte das Ende des Kapitalismus werden. Also wir haben etwas geschaffen, was sonst keiner hat. Das ist doch schon mal was. Nochmal hoch. Ah, Menschen in der Rest der Welt teilen. So, dann haben wir minus 10% auf der Weltuhr. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Kriegen 3 auf der Summe. Die Weltbank würde das. Das ist jetzt die Frage, ne? Was ist besser für uns? Die Uhr tickt natürlich, ne? Das ist klar. Kriegen 2 Punkte. Würde uns nicht hier an die Führung bringen. Hier. Ich glaube, wir nehmen das. Okay. Na, das ist immer doof, wenn das runterspringt. Und dank einer globalen Verteilung der Ressourcen gemindert werden. Dank ihnen wird das globale Finanzsystem zum Wohle aller eingesetzt. Die Inflation ist ein Artefakt der Vergangenheit und bald schon werden alle Menschen auf der Erde ein menschenwürdiges Leben führen können. Es ist nicht nur unvorstellbar, dass die globale Armut binnen eines Jahres besiegt sein wird. Die Weltgemeinschaft ist ihnen zum Dank verpflichtet. Aha, das haben wir schon mal verstanden. Was sind wir doch für tolle Menschen, oder? Ja, super, langsam, Junge. Ich kann nicht so schnell lesen, wie du vorblätterst. Danke. Direktor, ich repräsentiere die Gruppe, die antikapitalistische Brigade. Wir möchten das kapitalistische System, wenn das über Jahrzehnte hinaus aber Millionen Menschen Leben gekostet hat. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wenn Sie uns helfen, werden wir uns als großzügig erweisen. Doch wenn Sie uns verraten, werden wir Ihre Agenten entführen und Ihren Feinden ausleeren, wo unter Folter alle Ihr Geheimnisse enthüllen. Wir haben eine Mission für Sie, Genosse. Wir müssen die Finanzmärkte infiltrieren und destabilisieren. Der Vorstand der Sigma-Division in Russland hat Kontakte zu Wall Street und suchen Sie diese Person. Sie haben 7 Tage Zeit, um diese Mission abzuschließen. Wir zählen auf Sie. Und warum macht er das nicht selber? Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Aber... Das ist jetzt die Frage. Wir sind natürlich sowieso so korrupt, weil wir ja schon mit diesen Drachen da zusammenarbeiten. Also macht es auch gar keinen Sinn, das hier abzulehnen. Können wir auch machen. Ich habe auch keinen Bock, Agenten zu entführen, weil wir sind jetzt gerade auch nicht gerade vorne, ne?
zur Wall Street. Untersuchen Sie diese Person. Puh, machen wir doch mal, oder? So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ah, die Drachen kommen auch schon. Trojanisches Pferd. Okay, jetzt kommt der Chinese. Ich weiß nicht, was will er? Ich glaube so. Okay. Wenn wir die auslöschen, dann ist das mit den Drachen ja auch nichts Schlimmes mehr, oder? Jetzt müssen wir unsere Drohne da hinschicken. Das passt schon mal. Nieder mit der Wall Street. Da oben, das haben wir schon mal gut gemacht. Wir sind jetzt hier auch tatsächlich mit 4 Punkten vorne. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Was wollten die für eine Drohne? Ach, die wollten auch gleichzeitig Überwachungsdrohne, oder? Was wollten die Deutschen? Ich weiß nicht, was hier passieren soll. 5 Tage auch. Dann können wir die erst noch die 2 Tage da lassen und schicken die dann da runter. So, was haben wir hier? Wie sieht's in Japan überhaupt erstmal aus? 2020. Wir haben einen, das heißt, sie sollen mal ruhig den zweiten... Ja, das machen wir nochmal, diese zweite Person untersuchen. Das läuft da schon mal. Den können wir jetzt entführen, aber das wollen wir erstmal gar nicht, weil der ist jetzt nicht so der, den wir, ne, brauchen, damit wir vorankommen, denke ich. So, was macht er? Da befinden wir uns in China und China sind in der Alarmstufe hoch. Die müssen wir erstmal runterbringen. Sorry. Was macht er jetzt hier? Da sind noch 2 Leute zu entdecken. Das machen wir. Erstmal identifizieren. So, das... Die Drohne bleibt da, die haben wir schon umstationiert. Das heißt, wir haben ihn noch offen, ne? Und was machen wir mit ihm? Er soll... Nein, das bringt uns da gerade nicht weiter. Wir müssen erstmal das mit der Wall Street haben. Wo waren die Aufträge? Diplomaten, da ist noch was. So, er hat, mit ihm hatten wir ja Kontakt. Ach so, muss man das hier irgendwie rüber machen? Er hat uns kontaktiert, ne? Die beiden sind ja auch weiter runtergerutscht. Aber warum? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ach so, da ist diese Zeile mehr. Ich kann aber da nichts mitmachen.
da los? Den müssen wir jetzt erst finden. Das machen wir aber auch gerade schon. Und er hier, der. Das ist eine direkte Bedrohung und er auch. Was sollen wir hier machen? Also in Russland müssen wir die Person untersuchen. Diplomatie, irgendwas ist hier noch. Ist das hier? Also. Ja, das war hier. Alles klar, da haben wir das. Machen wir was in Russland? Das ist die Frage. Er macht noch nix. Er macht in Russland. Wissenschaftler finden, machen wir da. Ob das jetzt richtig ist, ist eine andere Frage. Ich glaube eher nicht. Lassen wir uns die Runde beenden und gucken in der nächsten Runde dann weiter. So. Aber ich denke, es ist ein guter Moment, hier einen Cut zu machen erstmal. Wir sind so weit, dass wir das alles durch haben. Nächste Runde passiert einiges, denke ich mal. Da werden wir jetzt abwarten. Wir drücken nicht Runde weiter. Das machen wir in der nächsten Serie dann. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und schaut in der nächsten Vorschau dann wieder mit rein. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Oder wenn ihr hier irgendwie meint, dass da was irgendwie noch zu machen ist, was ich übersehen habe, gerne auch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade. Ja, und Daumen hoch, ne? Hatte ich schon, glaube ich, gesagt, ne? Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.